Wunderschönen guten Abend, meine Abonnenten und meine Thai-Freunde. Ja, wie ich das so teilweise auch in YouTube sehe, in andere Kanäle mit Asylanten oder Immigranten und so, seit den letzten 2 Jahren, wo ich ausgewandert bin nach Thailand, wie viele junge Leute auswandern aus Deutschland. Ja, das gab in den Jahren ja nicht mal so viel wie jetzt die letzten 2 Jahre. Ja, weil die Politik, die taugen ja nichts, wie ich das sehe. Und ich bin ja auch ausgewandert. Das liegt auf viele Gründe. Ich bin ja vor 10 Jahren da zurückgekommen nach Deutschland. Da hat sich nichts geändert. Ja, da werden ja die Deutschen ja immer selbst benachteiligt. Und die Asylanten und die anderen Ausländer haben immer die Vorteile. Ja, der Wohnungsmarkt, der ist schon seit 10 Jahren bekannt, dass das Wohnungsmangel ist. Aber was gibt das denn da? Ja, wir Deutschen gar nicht. Das seht ihr jetzt so. Ich habe ein Video gebracht, was vor ein Jahr angefangen ist zu bauen und fast fertig ist. Das ist eine Gegend, was teilweise ein Naturschutzgebiet ist, aber wenn die Behörde Wohnungen baut für Ausländer, dann wird ein Naturschutzpark vernichtet. Oder ein Erholungsgebiet, wie man es so schön auch so auf Deutsch nennt, ja. Aber wenn du Grundstücke kaufen willst zum Bauen, bezahlst du teures Geld für die Gegend, weil die Preise sind jetzt da hoch in der Oehlendorfer Gegend. Das ist ein Rande von Hamburg nach Linde raus. Und das, was die jetzt machen, die Politik, das ist eine Frechheit. Genauso wie sie Gelder geben an Entwicklungsländer und bauen große Paläste. Mein Gott, da bezahlen wir ja Steuern dafür und alles. Da schmeißen sie Geld raus, aber die armen Rentner, die müssen in Altersarmut sterben. Ja, genauso wie die mit Gleichberechtigung behandeln. Warum kriegen die Rentner keine Inflationshöhe und die Pensionäre und so? Das, was wir schon die letzten 10 Jahre an Erhöhungen, die von der Rente haben oder von den Löhnen, das haben sich noch nie ausgeglichen. Und die 10,5% oder so, was sie jetzt an der Lohnerhöhung gekriegt haben, da haben sie gerade mal 2% Gewinn gemacht. Und das Rest ist ja alles weg, weil es auch teurer wird und die Inflation. Und jetzt haben sie ja schon wieder die CO2-Steuern angezogen auf den Sprit. Da frage ich mich eigentlich, was ist mit in Deutschland los mit den Politikern? Schlafen sie alles? Das ist die Frage. Deswegen bin ich ausgewandert. Viele wandern ja nach Amerika aus. Ja, ich kenne Amerika gut. Ich habe da auch lange gelebt. Es ist ein hartes Leben. Und so schön ist Amerika auch nicht mehr und so. Weil viele Systeme ist staatlich. Wollen wir mal so sagen, wenn du Rentner bist und du hast eine amerikanische Rente oder du arbeitest noch wie viele junge Leute noch auswandern nach Amerika und das System brechen wir zusammen, dass das hier Amerika die Schulden nicht bezahlt, ist deine Rente weg. Das ist noch nicht mal so 100% sicher. Das ist das Problem. Und Thailand ist das günstigste und von medizinischen und von Kriminellen ist das auch gut. Ja, man hört auch ein bisschen anders so. Thailand hat jetzt ein bisschen aufgeräumt, weil die Immigration jetzt hinterher sind gegen die Mafia, gegen die Kriminalität, was ja auch in Thailand so ist, die China-Mafia und die anderen Mafia, so wie die Russen. Es ist viel Korruptheit, aber jetzt fangen sie an aufzuräumen, was alles illegal ist und wer korrupt ist und hat kein Visum und so. Jetzt sind sie seit einem Jahr richtig dahinterher. Und das ist auch richtig so, nach meiner Meinung. Die Leute brauchen wir nicht im Land. Aber so in Deutschland, wo ich mal noch gelebt habe vorher und gearbeitet habe, was da geklaut werden und was die Asylanten klauen aus den Läden. Tja, Merkel hat sie ein Handy gegeben, alle. Die laufen nur ein Handy rum, was so teuer ist. Da frage ich mich eigentlich, ach so, das haben sie ja von Merkel mal geschenkt gekriegt, damit sie noch eine Verbindung zu ihrer Heimat haben. Ja, das heißt immer, wenn die Urlaub in ihrer Heimat machen, was das auch schon so ist und bewiesen ist, das ist für mich kein Flüchtling mehr. Das heißt, die können abgeschoben werden. Tja, und
Deswegen bin ich auch rausgegangen aus Deutschland, weil die deutsche Politik tun nichts, nur große Lügen und Versprechen. Ja, da haben sie jetzt Deutschland richtig runtergewirtschaftet, war ein reiches Land. Und man kann auch in Statistik gehen, sehen, so wie Deutschland runtergeht. Oder Europa, wollen wir sagen. Weil einer gesagt hat, ja, in Schweiz ist das besser. Ist auch nicht mehr besser. Weil die zu viel an Europa hängen und deswegen geht das auch runter. Das ist weltweit, ist mal eine Weltwirtschaftskrise, was lange Zeit nicht mehr ist. Das kommt wieder hoch. Das sieht man auch, das gibt auch wieder mehr Kriege. Und da sieht man, dass die Zeiten werden wiederholt, wie den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und jetzt kommt auch bald der Dritte Weltkrieg. Ja, so fängt das an, langsam. Da kann man die Geschichte lesen, wie das Erste Weltkrieg war, wie der Zweite Weltkrieg war und so ist das auch jetzt der Dritte. Ja, genauso mit dem Lehrermangel. Der deutsche Staat hat sich kaputt gespart. Andere geben aber nichts für sein eigenes Volk was zu tun. Das macht kein anderes Land so wie Deutschland. Ja, Deutschland hat auch Geld, noch. Aber wenn das Geld weg ist, wer muss dafür arbeiten? Das Volk muss bluten. Und die anderen haben uns dann erstmal ausgesaugt und dann sind sie weg. Das ist das. Ja, deswegen habe ich mich auch ein bisschen abgesichert, so mit meiner Rente. Wenn das mal wirklich ist und ich lebe noch, leider, da muss ich auch zusehen, wie ich über die Runden komme. Man weiß das ja nie. Schweden hat sich mal einen Sozialstaat kaputt gemacht und hat sich wieder aufgebaut. Aber da ist das ein bisschen Politik, ein bisschen anders als wir in Deutschland oder Europa teilweise. Andere lernen das und andere sehen das und lernen das nicht. Das ist das Problem. Und was jetzt aus Deutschland auswandert, besonders an älteren und jüngere Leute, weil die sehen, es ist keine Zukunft. Das habe ich schon vor 20 Jahren gesehen. Guck doch mal die 20 Jahren, was da an der Lohnerhöhung ist und was haben die anderen an Lohnerhöhung gekriegt und was können sie in Kaufkraft kaufen, was bei uns nicht ist. Ja, viele wollen jetzt auch die AfD. Ich glaube, die werden das auch schaffen, im Parlament mehr reinzukommen und als erstes stehen, weil die anderen Parteien, die taugen nichts mehr. Mach euch die Augen auf. Der Deutsche lässt sich ja immer alles gefallen, so wie früher. Und bis der Schuh in den Arsch drin ist und in der Scheiße wühlt, dann ist das zu spät, eine Wende zu machen. Ja, ich weiß, das ist kein Thema zu Thailand, aber ich wollte mal ein bisschen wach machen. Ich verfolge noch viel, was in Europa geschieht. Ja. Nur es gibt andere Länder, wo ein bisschen mehr die Kriminalität hoch ist. Das ist Südamerika. Viele gehen nach Südamerika hin. Ist auch ein schönes Land. Nur die räumen auch auf. Aber da kannst du schnell unter die Messer kommen. Weil da ist auch Großmafia und ist noch sehr günstig zu leben und hat auch die gleichen Standards. Ja, Leute, das ist das. Ich weiß, ich habe nicht lange zu leben und ich habe meine Zeit ja abgelaufen und das weiß ich. Geld kann ich nicht mitnehmen, deswegen verjubel ich das auch viel. Mir ist das auch allmählich alles scheißegal. Nur was die Politiker machen in Deutschland, das ist runter Wirtschaft und kaputt. Genauso wie, das fängt schon bei Merkel an, das habe ich immer gesagt. Und sie sitzt ja so lange und kriegt ein Verdienstkreuz. Da fragen viele, für was hat sie ein hohes Bundesverdienstkreuz bekommen? Ja, weil sie ja Mama Merkel ist, weil sie ja die ersten Menge Flüchtlinge aufgenommen hat. Ja, ich weiß das, Deutschland ist als erstes die Station, ja, weil der Deutsche bezahlt ja alles, da kriegen sie ja doch alles. Andere Länder gibt's nichts. In Amerika, da kriegst du nichts und so. Ja, nur Gesetze tun sie nichts ändern in der Migration, das haben sie schon seit 10 Jahren geredet. Ich habe bis heute noch nichts gesehen. Genauso mit dem Wohnungsmarkt. Teilweise sind die Großstädte so teuer, außerhalb kriegst du keine. Zweitens hast du auch eine schlechte Bahnverbindung, wenn du zur Arbeit hast. Ja, jetzt heißt das, die Rentner, die große Wohnung haben, schon lange da drin leben billig, sollen ausziehen, damit junge Leute da einziehen können. Wie viele Altersheime wurden zugemacht?
Genauso wie mit dem Pflegegeld. Vorher so rumgeaßen, nachher, wo kein da ist, wird gespart am Ende. So ist das. So ist die Wirtschaft. Deutschland hat sich kaputt gewirtschaftet. Weltweit steigen wir von der Wirtschaft ab, wo andere hochgehen. Das ist schon ein Zeichen, dass Deutschland kaputt geht. Und die lernen das nicht von anderen. Amerika hat sich auch Wirtschaft kaputt gemacht, weil sie die Industrie ausgelagert haben und verkauft haben. Jetzt holen sie das alles wieder zurück und bauen das in 10 Jahren auf. Und das macht Deutschland nicht. Der macht das genauso wie Amerika, die Fehler gemacht haben. Nur lernen tun sie nichts daraus. Ja, das ist das Problem. Ich habe zwar nicht studiert, aber ich bin nicht dumm. Und ich habe lange in Amerika auch gelebt. Ich sehe zwei Seiten, auch so wie in Thailand. Und ich weiß, dass in keinem Land ist das gut, aber man geht da in den Land hin, wo du sagst, hier kann ich in Ruhe mein letzten Lebenszeitalter genießen. Und das habe ich auch gemacht. Ja, trotzdem, wo ich ein Haus gebaut habe, das ist meine Sicherheit und so. Land ist da, man kann sich von das Land ernähren. Und was hinter mir ist, das ist mir scheißegal. Ich bin glücklich, in Pampa zu leben. Was viele so sagen, ich tue mich auch nicht mehr da ärgern darüber. Ich habe zu viel in meinem Leben durchgemerkt und so gekämpft und so. Und man denkt immer, Deutschland ist ein Sozialstaat. Ja, ein Sozialstaat leider nicht für die Deutschen. Da hast du leider den verkehrten Pass oder bist im verkehrten Land gewohnt. Geh doch mal zum Arbeitsamt hin und so. Ich kann da Geschichten davon erzählen. Bevor ich in meine Rente gegangen bin, habe ich meine Geschäfte aufgegeben, sonst hätte ich meine Frührente nicht gekriegt. Ja, man muss sich nur kaputt arbeiten und zahlen und Steuern zahlen. Mehr brauchst du gar nicht. Die freuen sich immer, wenn einer stirbt vor seiner Rente, damit das Geld weg ist. Ja, damit die anderen Rentner kriegen und du ja nichts und so. Ja, da muss er ein bisschen mal überlegen, Jungs, die in Europa sitzen. Ich kenne hier auch viele, hier in Deutschen oder Europäer, die wollen nicht mehr zurück zu ihrem Heimatland, weil die wissen, wie runtergewirtschaftet ist. Tja, so ist das leider. Nur, die Leute denken nicht viel. Es gibt nur wenig, die ein bisschen Kopf haben und denken über die Wirtschaft nach und so. Wenn man 45 Jahre gearbeitet hat oder 40 Jahre oder 35, dann will der auch noch die restlichen Zeit genießen. Wer kann noch auf der Baustelle arbeiten bis 67,5 Jahre oder noch länger, wie sie das vorhaben? Keiner. Ich komme von der Baugewerbe, ich habe lange gearbeitet, ich liebe meinen Beruf, ich habe sehr viel Erfahrung damit. Ich habe mich hochgearbeitet. Da weiß ich schon so, dass mit 55 viele kaputt sind. Mit dem Rücken. Ja, das ist das Einzige. Weil Maurer ist, oder vom Baugewerbe, ist es eine sehr harte, schwere Arbeit. Es gibt noch nicht so viele Maschinen wie Industrie. Es fängt langsam an, aber der Handwerk ist immer noch mit der Hand. Deswegen heißt es auch Handwerker. Ja, nur leider war die Zeit noch so gut, wo man das alles machen kann mit Meister, Weiterbildung, was heutzutage kein Wert ist. Es gibt auch keinen richtigen Tariflohn mehr, es wird nur Mindestlohn bezahlt, was von abgeschlossen worden ist und so. Das gibt sehr wenige, die noch wirklich tariflich bezahlen. Deutschland hat das ja Mindestlohn eingeführt und so zahlen sie alle Mindestlohn. Bereichern tun nur die Großen oder die eine Firma haben. Es gibt wirklich wenig Leute oder Firmen, kleine, die noch ehrlich und reell ein bisschen bezahlen und vernünftig mit ihrer Arbeiter umgehen. Aber sehr wenig, sehr wenig. Ich habe gute Arbeiter gehabt, ich habe sie auch gut gezahlt und so. Ich habe auch Bonus gezahlt, wenn das fertig war und so. Weil ich lebe von den Leuten, die meine Arbeit fertig machen, wo ich Aufträge besorge. Ja, machen die Arbeit nicht, verdiene ich nicht. So muss man es denken. Und das tun viele nicht. Ich will lieber gute, zuverlässige Leute haben, als wie unzuverlässige und Kunden verlieren. So ist das Leben. Ja,
Ich weiß, viele denken immer, ich rede nur viel dummes Zeug, das ist mir scheißegal, aber ich habe mein Leben durchgelebt. Ich weiß, wie das ist. Mich interessiert nicht, wenn ich am Strand sitze oder sonst was. Ich gucke viel unter den Tisch. Ich weiß, es gibt auch Berichte über Amerika und so. Es ist teilweise wahr und teilweise lächerlich. Ich kenne das Amerika sehr gut, wie das abläuft. Und viele verstehen das heute noch nicht und so. Ja, auch mit dem Sozialsystem. Thailand hat das, aber nur, es ist freiwillig. Zahlst du freiwillig ein ins System, kriegst du was, zahlst du nichts. Warum soll der Staat aufkommen? Und Deutschland wirst du gezwungen. Du musst überall zahlen. Und kriegst du da was? Nicht mal alles raus. Ja, eine Sicherheit hast du auch nichts. Du kannst 35 Jahre arbeiten, dann bist du krank oder hast einen Unfall, kannst nicht mehr arbeiten, gehst zum Sozialamt. Das alles, was du erarbeitet hast, musst du alles wieder verkaufen. Da heißt das praktisch, du hast 35 Jahre umsonst gearbeitet, umsonst was zu kriegen. So ist das Leben. Das ist keine Gerechtigkeit. Andere haben nie gearbeitet und die stehen genauso wie du, wenn sie 35 Jahre gearbeitet hast und was angeschafft hast, musst du verkaufen. Tja, auch deine Ersparnisse musst du dann vorher ausgeben, um Sozialstaat was zu kriegen. Ist das Gerechtigkeit? Nein. Wer gearbeitet hat, soll auch ein bisschen Anreiz haben, ein bisschen mehr haben, als wenn einer nicht arbeitet. Das ist das. Heutzutage kann sehr schnell ein Unfall passieren, dass du arbeitsunfähig bist. Und das ist die Frage. Überlegt euch mal und dann schreibt mal einen Kommentar dazu, was ihr dazu sagt. Ja, ich kann nächstes Mal was über Thailand wieder bringen, aber ich habe mir so viel Politik erstmal angeguckt, aber was da abgeht, das ist keine Politik mehr. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.